Hi Leute, willkommen zu einem Video. Mein Name ist Selina und heute spielen wir die Bean Buzzle Challenge. Jelly Bean. Nein, Bean Buzzle. Bevor ihr jetzt fragt, nein, meine Haare sind nicht fettig, sie sind nass. Da gibt's sowas, das ist mit meiner Dusche. Inga hat sowas richtig Geiles gekauft. Man kann hier oben drehen. Und dann gibt es hier so ein Ding, das stoppt es. Und bei mir ist hier zum Beispiel Kokosnuss oder abgelaufene Milch. Das Ding ist ja, ich hatte ja im letzten Video auch so einen Harry Potter Scheiß und das war so ekelhaft. Ich habe diese Jelly Bean Challenge auch schon mal gemacht und die war so ekelhaft. Deswegen bereue ich es, dass ich die heute wieder machen muss. Ich auch. Mhm. Ich habe es erst gestern erfahren und dachte mir so, oh mein Gott, bitte Selina, bitte stirb. Okay, wir fangen jetzt einfach an. Let's go. Bei uns gibt es aber eine Regel, wer mehr als dreimal ausspuckt, muss alle drei, die man ausgespuckt hat, essen. Also nicht dieselben, sondern halt neue daraus holen. Strawberry, das ist doch gut. Achso, der Fisch. Also entweder Erdbeer-Bananen-Smoothie oder toter Fisch. Was eine Irre. Ich mag Banane nicht. 3, 2, 1. Nach was schmeckt's? Toter Fisch. Oh Gott. Ja, wie schmeckt der? Ich schwöre, das stinkt bis hierhin. Huch, Selina. Ey, das ist so ekelhaft. Ich beiße da rein. Ich hab so, okay, Selina, geht voll klar. Dann. Oh. Ein zweiter Biss. Ich so, scheiße, Selina, hör sofort auf zu kauen. Die stinkt nach tote Katze. Wie riecht tote Katze? Oh nee! Das Ding ist, bei Kokosnuss hast du meistens Glück. Das ist voll scheiße, Alter. Also, ihr habt Kokosnuss oder verfaulte Milch? Ich ziehe hoffentlich jetzt Kokosnuss raus. Bitte nicht. Ich habe Angst zu beißen. Das Ding stinkt einfach so hart, dass ich mir durch meine Nase atmen kann. Das ist einfach widerlich hier. Boah, Inga, das tut mir so leid. Das ist dein armes Zimmer, Alter. Ich bin jetzt wieder dran und ich bete, dass ich Tutti Frutti habe. Ach, scheiße, Junge. Das Ding ist bei fruchtige Bierde oder Popel, das schmeckt beides gleich. 3, 2, 1. Wie raschen die mich so? Leute, das ist so widerlich. Ich beiß da rein. Ich schmeck erstmal so. Okay, geht klar. Dann kommt einfach so was Salziges. Und dann auf einmal so ein Scheiß. Das schmeckt wie stinkende Socken. Und Paul weiß, wie stinkende Socken schmecken. Ich rieche immer an deinen Socken. Ich will nicht mehr durch die Nase atmen. Wisst ihr, wie eklig das ist? Hey. Ha! Hey. Ein Wimper ist in mein Auge. Huch, warte, ich muss das kurz. Ey, da ist was im TikTok. Alter, ist so eine emotionslose Person. Hä? Ich liebe dich. Seht ihr? Seht ihr? So. Dreh. Und? Dasselbe wie gerade eben. Hä? Kokosnuss oder Spinnenmilch? Nein, das war Tutti Frutti. Oh. Also Tutti Frutti. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stirb. Ich habe wieder Angst reinzubeißen, bei Gott sogar. Boah, ich kann nicht durch die Nase atmen. Ich habe Angst reinzubeißen, ist das normal? Ist jetzt gleich voll gut. Ey, ich verliere jetzt mal voll, dass er die Nase hat. Gott! Schluck oder spucken? Warum tue ich mir sowas an, Alter? Bist du fertig? Nein! Oh, Junge, bis die fertig ist? Ich bin jetzt dran. Bäh, Alter! Bäh!
auf die Toilette. Ich kann. Die trägt jetzt safe was. Ein Preis hier. Also Leute, ich habe mich gerade fast übergeben, weil diese stinkenden Socken, die waren einfach so schlimm. Die waren sogar schlimmer als die, was war das, abgelaufene Milch? Achso, ich dachte als die Socken, aber okay. Ja, abgelaufene Milch. Auf jeden Fall, mir ist momentan echt schlecht und ich hoffe, dass ich mich heute nicht übergeben werde. Ich hoffe schon. Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bonnet Butter. Yeah! Dann zieh entweder Karamellpopcorn oder vergammelte Käse. Let's go! Let's do this! Woo! I can do this! Woo! You can do this! No, you can't, bitch. Und? Junge, ich glaube, in diesem Ding ist kein einziges Gutes drin. Jetzt habe ich einen Schock. Aber so schnell schmeckt das gar nicht, ne? Ich frage ihn, wie man das gemacht hat. Hat man so stinkige Socken genommen, den Saft so rausgepresst und an diese Jellybeans reingetan? Oder wie macht ihr das? Ey, ich kann nicht nur mal reden, ohne zu würgen. Wir haben was gemeinsam. Ey, du stinkst mal aus dem Maul, Alter. Du auch. Du riechst ganz, ganz so 1% nach diese Chili-Nachos vom Kino. Echt jetzt? Ja, so nach scharf. Ich hab diese Brezel gegessen. Oh, ich glaube, mein Körper hat so ein Abwehrsystem, dass ich nur so leckere Sachen esse. Weil einmal in der 5. Klasse in der Mensa habe ich Kartoffeln gegessen, Leute. Und diese Kartoffeln waren nicht gekocht. Und dann habe ich die gegessen. Und die waren echt so ekelhaft roh, dass ich mich übergeben habe. Und seit dem Tag kann ich nur gebratene Kartoffeln essen. So ekelhaft. Wie ist so ein Kartoffelbrei? Alina, die hat ja erzählt, dass sie in der Grundschule gekotzt hat, ne? Nein, in der 5. Klasse. Du kannst nicht zuhören. Ja, ich höre dir auch nicht zu. Und ich hatte in der Grundschule, in der 2. oder in der 3. Klasse, einen Sitznachbar. Und der hat sich einfach übergeben. Einfach auf meine Schuhe. Ey, was ist Daniel? Nein, Elias. Der mit der Brille. Oh nee! Ah! Ich hasse mein scheiß Leben, Alter! Die Frau, die unterstinkt ist, okay! Ich hasse mein scheiß Stinkende Leben! Ey, das Gefühl ist eklig, dieses Essen macht mir gute Laune. Oh Gott! Ey, ne, es gibt so zwei Arten von Menschen: mich und Alina. Oh Gott! Ich übergebe mich safe. Ey, seht ihr in ihren Augen, ihr Leben ist vorbei. Sie will nicht mehr leben. Sie kann nicht mehr atmen. Ich glaube, ich höre ihren Magen gleich verabschieden. Kotzen! Kotzen! Hier ist ja meine Zahnspange. Oh Gott, du stinkst ja noch mehr als das, Alter. Ich hatte auch Eier, Popel. Ich krieg's ja mehr runter, Eier. Ich hab's in mir drin, es geht nicht weg. Wenn sie kotzt, muss sie erstmal an mir vorbei. Dann kotzt sie auf mein Bitte! Hose. I spin this now in 1, 2, 3, and now. Hä? Kann ich sterben? Okay. Halt dein Maul, ich muss jetzt einfach scheiß Hundefutter essen, dann kann ich sterben gehen. Ich habe jetzt Hundefutter oder Schokolade. Oh. Ich habe das in meinen Rachen geworfen. Ey, das war voll die gute Idee. Das ist eine Rille bei der Zahnspange. Ich hol gleich. Ey. Ich glaube, es ist schlimmer, mich reden zu riechen. Das Maul. Alter, das ist... Freunde, ne? Ey, boah, das riecht so wie Hunde schmeckt. Das schmeckt wie Hundefutter schmeckt. Riecht. Wow. Ja, gemäht das Gras. Ja, das geht ja, ne? Vor allem, ich habe noch meine Socken in meiner Zahnspange drin. Ich hätte deine Socken. It tastes good. Ja, yeah, it tastes good. Das Gras. Warum habe ich immer alles scheiße?
Ich hatte auch nur Schlechtes. Plus meine Fresse riecht nach scheiß Hundefutter. Es schmeckt nach Gras. Welche Art von Gras? Uno, dos, tres. Kokosnuss oder verfaulte Milch? Also, tschüss, lieber Gott. Sag ciao, lieben. Ciao, lieben. Gras ging voll. Alles okay? Es geht nicht. Ich kann das nicht schlucken. Es ist ja Tränen in den Augen. Du erinnerst mich gerade an Momo. Ja, Mann. Ich sterbe. Ja. Ey, ne? Wenn ihr immer so Verbrecher zu Hause habt und diese Beatbuzzles und so Hundefutter oder so, nehmt einfach alle in den Mund, kommt ein bisschen rum, spuckt ihr wieder aus und macht so und wird alle sterben. Nein! Butter was? Butter Popcorn. Nee, nee. Ich bring Glück. Verpiss dich. Halten. Nein! Gott sei Dank. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es verfaultes Ei ist oder Butterdings. Es schmeckt irgendwie ekelhaft, aber irgendwie auch nicht so krass ekelhaft. Es geht gerade noch so. Wegen der stinkigen Socke in deinem Arschbein. Gott sei Dank. Wir stinken aus dem Mund, wir Hunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.